Schloss Hyrule. Heute beginne ich mit deiner Erkundung. Doch zuvor gibt es nochmal ein Amiibo. Und zwar die Link Smash Amiibo. Man kann da nämlich nicht nur Epona erhalten, sondern auch ein Outfit. Und ich hoffe einfach mal, wir haben das Glück jetzt. Sonst halt mal wann anders, beziehungsweise wir speichern nochmal. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir was rausbekommen. Wäre ganz nett. Und? Nope. Dann kann ich das eigentlich neu laden oder... Ich muss einfach mal austesten. Und ja, dann sehen wir Bescheid. Ich weiß jetzt auch nicht. Ah ja, ich schaue jetzt, sag ich mir jetzt mal kurz. Wir haben 100 Schreine und 770 Crocs derweitig. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Truhe nochmal scannen kann, weil ich glaube, die ist da jetzt gespeichert. Ah, doch nicht. Gut, dann kann ich ja doch nochmal scannen. Bitteschön. Oh, okay, dann halt nicht. Gut, dann habe ich nicht mal die 5 Eispfeile bekommen, aber ist jetzt auch wurscht. Heute geht es ja um Schloss Hyrule. Ihr seht schon, was ich hier für ein Outfit anhab. Das Outfit, das mich zumindest ein bisschen von antiker Rüstung schützt auf Stufe 3. Und ja, ich hoffe, das bringt irgendwas, denn uff, das wird ziemlich hart. Ich bin auch immer noch nicht in der Steuerung komplett drinnen. Deswegen, ja, aha, hier gibt es schon mal den ersten Krog. Bitte seh mich nicht. Schloss Hyrule. Na, geil. Und gleich mal einer. Gut, warum nicht? Wait. Ich muss doch meine Pfeile wechseln. Oh, es regnet natürlich. Du, eigentlich wollte ich mir Mifa aufsparen. So. Aber du lässt mich ja nicht. Gut, wir sind hier in Schloss Hyrule. Ihr seht, da ist es eine andere. Hier gibt es eine andere. Duck dich doch bitte. Gut, hier gibt es eine andere Karte, eine Dungeon-Karte. Und ja, diese müssen wir uns ziemlich genau anschauen. Denn es gibt nicht nur drinnen und draußen Crocs, es gibt auch noch ziemlich viele Orte, die man finden muss. So, hier, das seht ihr. Die roten Dinger sind alles Eingänge, die man so, ja, finden kann. Und hier gibt es gleich mal noch einen Croc, okay. Ich glaube, insgesamt gibt es hier 23 Crocs, dabei bin ich mir aber nicht sehr sicher. Oh Gott. Wäre einfach nett, wenn Link nicht sterben würde direkt. Ach, und hier sind wir. Auf der Brücke gibt es nämlich noch mehr Crocs zu finden. Wenn ich mich nicht täusche, ja. Servus, ne? Ja, genau, dazu müsste es aber mit dem Regen aufhören, dass ich die mir holen kann. Ich glaube, einer ist nämlich noch unter der Brücke, ein Croc. Und einer auf. Ah ja, die Krogblume ist hier. Gut. Die wusste ich auch noch. Eigentlich dachte ich, dass es hier noch irgendwo eine Eiche gibt. Genau. Habe ich ganz richtig in Erinnerung. Aber ich weiß jetzt auch nicht alle Krogs auswendig. Deswegen ist das auch kein Problem. Jetzt ist es bloß lästig, hier die Blume zu finden, die jetzt schon ich nicht mehr finden kann. Die ich doch gefunden habe. Gut. Dann haben wir aber schon mal 3 Crocs von Schloss Hyrule gefunden, die alle ziemlich easy waren. Bis jetzt zumindest. Aha. Da darüber. Link, wieso hältst du dich nicht einfach? Ha? Das ist doch eine gute Idee. Bist du nicht? Es regnet immer noch. Na super. Wo jetzt? Hallo? Krogblume. Wisst ihr was? Ich mach's anders. Krogblume. Naja, werde ich schon finden. So, Rivali. Du bist dran. Ja, wir sind jetzt bei Pokémon, habe ich beschlossen. Och, nö. Okay, das ist vielleicht nicht so gut. Hallo, wo ist der letzte Speicherpunkt? Gut, den nehme ich jetzt auch. ja, ziemlich heikle Angelegenheit. Ihr seht schon, überall sind Wächter und es gibt ja auch die krassen Wächter, die wo stehen und halt anvisieren können. Ich weiß gar nicht, Wächtergeschütze, glaube ich, heißen sie. So, jetzt heißt die Frage, habe ich den Croc? Ja,
Heißt, zwei habe ich schon, ne? Ja, sehr schön. Okay, dann muss ich ja den nochmal komplett neu machen, aber ist kein Problem. So weit hatten wir das ja noch nicht. Und genau, ich bin gespannt auch, wie viele Parts vor allem wir brauchen, um das komplette Schloss einmal zu erkunden. Kann ja schon seine Zeit dauern, wie man sehen kann. So, jetzt habe ich noch einmal Rivali, den möchte ich gern benutzen. Geht das hier? Sehr schön. Das ist aber nicht die letzte Blume, sehe ich gerade. Und warum regnet es immer? Komm schon, Link. Nein. Oh, ist so nervig, echt. Ich glaube, doch. Ich warte mal kurz den Regen ab, ganz ehrlich, weil bei Regen klettern ist nicht so super. Also, Link, dann do it. Okay, Leute, was auch noch sehr erwähnenswert ist, hier in Schloss Hyrule, ist, dass die Reckenfähigkeiten sich viel schneller aufladen. Ich weiß jetzt zwar nicht gerade, wie viel schneller, aber wir können ja mal nachgucken. Ich glaube, Rivali dauert eigentlich... noch 5 Minuten 13? Ich glaube, eigentlich dauert er 10 Minuten und wir haben ihn ja gerade erst benutzt, heißt ja... Oh, nö. Dann gehe ich mal kurz hier hoch und versteck mich. Geht das? Bitte seh mich nicht. Bitte seh mich nicht. Wo bist denn du? Ah, da. Ja, perfekt. Er sieht mich nicht. Gut, da bin ich ja glücklich. Und jetzt, Link, bitte halt dich fest. Runter. Perfekt. War's das jetzt? Nein. Immer noch nicht. Aber jetzt wird schon mal wenigstens Schloss Hyrule angezeigt. Und ich kann nach oben. Bitte, liebe Krogblume, sei doch mal zu Ende. Du nervst mich nämlich gerade schon extremst. Ha. Man muss nur nett sein zu den Krogblumen. Und dann sind die Krogs auch nett zu einem. Gut, 3 Krogs von 20 oder so sind schon mal abgeschlossen damit. Und jetzt starten wir mal so richtig rein hier nach Schloss Hyrule. In Schloss Hyrule, besser gesagt. Hier gibt es nicht nur diverse Gegner, die wir klatschen müssen, sondern auch... Oh, ich sollte mir vielleicht ein bisschen antike Sachen holen. Oh. Komm schon, visier es doch an. Ja gut, der ist jetzt gleich mal weg und ich muss mal rennen. Essen, Essen, Essen. Was habe ich denn da so? Ah, gut. Genügend. Ich glaube, den tue ich mal schnell töten. Das wäre, glaube ich, am besten. Ja, sicher. Aufwind kann ich nicht mehr benutzen. Wisst ihr, wenn mich 2 Leute anvisieren, wie soll man denn da was machen? Gut, ich probiere es. Gut, dass mein Wächterschild so stabil ist. Jawohl. Ist das One-Shot dann? Ja, gut. Puh. Jetzt habe ich mal ein bisschen Ruhe, aber natürlich wird hier schon wieder vom nächsten anvisiert. Von da oben. Okay, der soll mir jetzt aber mal keine Gedanken, mache ich mir darüber. Wo geht's hier rein? Hier geht's gleich in Eingang. Den werden wir auch gleich mal betreten dann. Und Schloss Hyrule zum ersten Mal uns genauer von innen anschauen. Denn das ist die Karte von innen. Auch jede Menge zu sehen, wie ihr sehen könnt. Und es wird mir schon wieder ein Krog angezeigt. Ich frage mich eigentlich, wann es keinen gibt. Also wie ihr seht, oh Gott, gibt es jetzt hier nicht viel zu tun. Sehr schön. Ah, jetzt wird es erst. Also man muss drinnen sein. Also jetzt wird es in, ja, schon 5 Minuten ready, obwohl wir es gerade erst verbraucht haben. Ist der Krog vielleicht sogar hier drin? Nein. Nur ein paar Pilze. Okay. Ich muss aber gut meine Augen offen halten, weil die Krogmaske zeigt uns ja, wie wir schon öfters mal gemerkt haben, nicht so genau die Sachen an. Habe ich von dem Foto? Das ist nämlich perfekt, um von starken Gegnern die Fotos zu machen. Hier komme ich auch mal noch nett weiter. Gut. Aber bei dir kann ich ja ein bisschen weitermachen. Nee. Was willst du jetzt? Schwarzer Ex-Hal-Boss. Weg mit dir.
Nice. Also wie gesagt, ich mag das Feeling hier auch ziemlich gern. Ihr merkt ja, es ist so düster und einfach geil. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist einfach super. Und ich weiß gar nicht, wie man es nicht mögen kann. Immer hier auf Trab gehalten werden von diversen Gegnern. Und immer diese epische Musik natürlich im Hintergrund, dass ein Remake von dem alten Game ist. Das Einzige, was man halt so... Ja, warum gibt's hier Crocs, frage ich mich, ganz ehrlich. Aber vielleicht habe ich jetzt hier mal Glück, hinter dieser steinigen Felswand. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Und hier befindet sich... 3 antike Pfeile, nice. Hey, die nehme ich sehr gerne mit an mich. Wo sind wir denn hier? Am Übungsplatz, okay. Ach ja, übrigens, und wir müssen natürlich auch, dürfen wir die Quests nicht vergessen. Die Leibwache, genau. Die Einzelteile sollen in der Nähe des Speisezimmers, am Übungsplatz und über dem Thronteil zu finden sein. Am Übungsplatz. Ah, da ist sie ja auch. Got it. Ach komm. Nein, ihr seht mich doch gar nicht. Ishin-Bogen. Ishin? Oh, ups. Gut, wenn man sich nicht den Ishin-Bogen zur Hilfe nimmt, dann ist es ein bisschen problematisch. Seid ihr jetzt schon tot? Oh Gott, ihr habt ja noch voll viele Leben. Gut, sind auch silberne. Ein paar silberne Dinge. Aber ja, das ist eine EX-Truhe, definitiv. Heißt, wir haben schon mal eines dieser Dinge gefunden, hier am Übungsplatz, ganz random. So, ich mag jetzt bitte zuerst mal einen töten. Und hier gibt es auch noch diverse Nebenquests, die wir finden können, übrigens. So, und ein Grog. Okay. Was gibt's hier eigentlich nicht so? Oh Gott. Starke Gegner gibt's hier auf jeden Fall genügend. Der hat ein neues Foto. Eine neue Waffe. Och komm, Ishin-Bogen. Nein. Wie wär's mit dir? Oh, jetzt geht doch endlich tot. Down. Ich habe echt Angst, hier down zu gehen. Aber wir haben zwar Mifa noch. Trotzdem will ich nicht down gehen. So, perfekt. Aber mit dem Master Sword kommt man hier ganz gut zurecht mit den starken Gegnern. Aber Hauptsache, der fliegt irgendwie absolut nicht um. Naja, ist jetzt nicht so schlimm, weil er ist sowieso down. Sehr schön. Und tatsächlich ist das eine neue Waffe. Ich glaube, die ist sogar für eine Nebenquest groß. Richtig. War der Garde-Zweihänder. Den nehmen wir natürlich mit. Habe ich Platz? Ja. Oh ja, das kann weg. Und... Feuer... Na, ist schon... Obwohl, Elektro ist immer sehr... Nein. Gut. Und jetzt, ja. Die Shika erschufen diese Waffe mit der Technologie ihrer Vorfahren zum Kampf gegen die Verheerung. Ein gescheitertes Experiment, denn sie sind extrem fragil und zerbrechlich. Ja, leider. Wirklich, mit diesen Waffen musst du nur so 5-mal schlagen und dann sind sie gefühlt schon kaputt. Königszweihänder gibt es ja auch noch. Den brauche ich aber nicht. Ich möchte jetzt lieber mal das hier anfackeln. Geht gar nicht. Dann kann man wahrscheinlich einfach durchlaufen, oder? Ja, und hier befindet sich eine Truhe auf jeden Fall. Mit der Neidra-Zahn. Okay. Warum auch immer es hier so etwas gibt. Ich möchte es trotzdem eigentlich echt gern verbrennen. Hier ist nochmal da oben. Jetzt geht's. Und normale Pfeile. Ich frage mich jetzt schon wieder, wo hier ein Croc sein soll, aber gut. Hier ist auf jeden Fall nichts. Dann gönnen wir uns jetzt einfach mal die Leibwache, was auch immer hier ist. Leibwachenstiefel, die Stiefel der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie sehen nicht nur gut aus, man kann damit auch recht beweglich sein. Ein seltsames Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Gut, dann haben wir schon mal eins. Ein Teil. Diese Rüstung, die es nur hier exklusiv in Schloss Hyrule zu finden gibt. Ist das eine brüchige Wand? Nee. Aber hier gibt es immer noch irgendwo einen Croc.
Ich vermute, dass ich nicht alle sehr schnell finden werde. Was ist das? Ah. Dann nehme ich einfach das Fass, ganz ehrlich. Wieso denn auch nicht? Und dann komme ich weiter nach oben. Boah, es ist echt viel, was man hier sich anschauen kann. Es geht anscheinend nach draußen. Der Weg führt uns nach draußen. Wo sind wir? Wo sind wir denn jetzt? Ach, gar nicht weit. Hey, sind wir überhaupt vorangekommen so? Von dir habe ich ein Foto schon, ne? Ja. Nee, du siehst mich nicht. Nee, nee, nee. Ganz sicher nicht. Gut, wenn es hier nach draußen geht, dann will ich aber da jetzt erstmal nicht lang, sondern... Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Sehr schön. Geh erstmal hier nach oben, weil da kann man irgendwie fliegen. Bringt mir das was? Nein. Gut. Muss man ja nachchecken, gell? Oh. Aber da geht's hoch. Oder... Nee, doch nicht. Sah nur so aus wegen dem Balken. Dann gehen wir hier runter und schauen mal, was es hier so gibt. Aha, ein paar Schwerter, die ich alle aber nicht brauche. Ne, Königszweihänder. Das andere war sogar nur ein Ritterzweihänder, fällt mir gerade auf. Wo soll hier ein Krog sein? Da geht's irgendwo hin. Mal wieder eine Truhe. Gibt's hier wieder einen Drachen-Chimärenschild? Ja, das nehme ich natürlich sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und gut, sind wir ja auch fertig, weil hier gibt es anscheinend gar nichts sonst. Da ist mal wieder ein zugestürzter Weg. Da kommen wir leider echt nicht weiter. Heißt, jetzt ist Link mit seinen Kletterkünsten dran. Und wir gucken mal, was hier so auf uns wartet in Schloss Hyrule. Echt, aber dieses Feeling ist hier super. Ich mag das mega gern. Und hier geht's aber gerade, sehe ich gerade auch nicht weiter. Es sind nur ein paar Truhen. Sehr komisch. Bomben und... Komm schon, gönn mir 5 Antike. 100 Rubine. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich keine verrostete Hellebarde gefunden habe. Aber anscheinend schon. Gut, dann muss ich jetzt sogar nach draußen gehen, weil es keinen anderen Weg hier gibt. Na gut, von mir aus. Da ist der Krog. Oh mein Gott. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Nice, wow. Ihr seht schon, diese assigen Krogs hier. Oh Gott, als ob ich die alle finden werde, echt. Das ist... ja, jetzt ist auch endlich das hier weg. Ziemlich schwer wird das. Und hier ist schon der nächste. Ah ja, okay. Warte, wo ist denn der Start des Schlosses? Hier. Okay, haben wir schon sogar ein bisschen nach oben gekommen. Auge, weg mit dir. Schade, ich wollte eigentlich so abwehren. Komm schon, Link. Bloß nicht. Go away. Link, du musst schon ein bisschen mitmachen. Ah, jetzt sind wir auch hier wieder raus. Dann gehe ich jetzt einmal hier hoch auf die Mauer. Hoffentlich bevor der Typ mich abschießt. Natürlich. Oh Gott. Gut. Hier bin ich jetzt safe, anscheinend. Und hier kann es auch sein, dass hier ein Krog ist. Ja, das wird auch bestimmt einer sein. Hey, ich finde sogar echt viel, muss ich sagen. Bin ich gar nicht mal so schlecht dran bis jetzt. Wir machen das ja auch schön nach der Reihe. So, komm her. Schade. Ich hoffe immer, dass ich es selber hinkriege, aber nein. Anscheinend kriege ich das nicht hin. Wow. Erstmal schön verfehlt uns der Typ. Ja, ganz ehrlich. Wenn du nicht treffen willst, dann triffst du halt nicht. Ist mir das auch wurscht, ehrlich gesagt. Boah, ist der laut. Ich glaube, um den kümmere ich mich gleich mal. Mit Stasis. Stasis. Ich meine, der kann mich ja jetzt nicht angreifen. Komm, Master Sword. Auf. Ruf. Die werden bestimmt auch gutes Zeugs droppen. Das lohnt sich ja bloß nicht, hier alle zu töten. Denn diese respawnen ja nach jedem Blutmond. Gut. Jetzt muss ich bloß gucken, dass der Typ mich da nicht sieht.
Oh, nice. Antiker Reaktorkern. Sehr wichtig. Und da brauche ich mal kurz den Ishin-Bogen. Und, habe ich recht? Nein, anscheinend nicht. Schade eigentlich. Habe ich relativ sicher gedacht, dass es hier jetzt doch was gibt. Und ich laufe jetzt hier einfach weiter geradeaus. Oh Gott. Nee. Lass mich einfach in das Tor durch. Lass mich da rein. Ach, geschafft. Und was ist das hier? Auge. Wow. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Deswegen... Gut, let's go. Dritter Wall. Genau, hier gibt's Leunen. In Schloss Hyrule gibt's sogar Leunen. Auf so einem engen Raum. Gott sei Dank nur eine blaue. Da kann ich gleich mal checken. Habe ich ein Foto? Ja, Gott sei Dank. Gut, die wird ja eh kein Problem sein, nehme ich mal an. Oder? Ja, komm, Link. Die wirst du wohl hinkriegen. Jawohl. Ey, direkt gut ausgewichen. Das erwarte ich ja gar nicht von mir. Wow. Ich frage mich, ob in Schloss Hyrule auch sich das Master Sword schneller auflädt. Sehr schön. Aber sie ist eh gleich tot. Wie im dritten Ball die blaue Leune. Oh Gott, wie soll man das denn ausweichen? Naja, komm, dann triffst du mich halt, ganz ehrlich. Ach so. Du kannst ja nicht so viel, das vergesse ich immer. Was ist denn das jetzt? Du hast doch keinen Platz. Komm schon drauf. Ah, hi. Vielleicht brauche ich von dir noch ein Bild. Das will ich mal gleich mal checken. Nee, anscheinend nicht. Dann jetzt ein Auge. Damit nicht mehr wenigstens von dem hier spawnt. Sehr schön. Jetzt gehe ich auf den drauf. Damit mein Master Sword auch nichts verliert an Stärke. Und der Typ wird jetzt gleich mal tot sein. Oder ich. Je nachdem. War gut, dass ich mir noch ein paar Rezepte gekocht habe, bevor ich hier reingekommen bin. Sehr schön. Das war's mit dem Ball. Gott sei Dank. Beim letzten dann doch noch getroffen. Gut. Dritter Ball wurde geklärt. Und da droppt er einfach gar nichts. Bin ich nicht gewöhnt von der Leune. Einfach nur Leunenhuf. Aha. Das habe ich schon mal gehört, dass es bei jedem Ball auch einen Krog geben soll. Das werde ich jetzt gleich mal nachchecken. Also ganz oben soll es sie ergeben. Stimmt das? Ja. Stimmt. Ah, natürlich regnet es wieder. Mein Gott, es regnet doch gar nicht. Es nervt. Sehr schön. Untersuchen. Krog Nummer 5 in Schloss Hyrule, ich glaube. Wir haben noch jede Menge vor. Aber haben wir jetzt auch noch ein bisschen Zeit? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Und wo gehe ich jetzt hin vor allem, ist die Frage. Ist das Ding... Hier gibt es ja auch noch eine Erinnerung in dem Schloss. Das will ich unbedingt auch noch finden. Da habe ich schon leider wieder die Orientierung verloren, von wo ich denn komme. Aber dann gehen wir einfach weiter. Oh, obwohl, das sieht mir nach Krog aus, um ehrlich zu sein. Ich gehe jetzt einmal hier blind übrigens durchs Schloss und dann irgendwann werde ich dann noch prüfen und ja, den Rest holen. Weil so komplett blind hier alles zu holen, ist halt irgendwie dumm. Würde außerdem 10 Jahre dauern. Du siehst mich nicht. Ah, ich weiß sogar, wo wir sind, glaube ich. Okay, Link, ich vertraue dir da jetzt. Na, was war das jetzt? Wow, zu früh. Aber er macht mir nicht viel Damage wegen der Antikabwehr. Ach, nochmal bist du. Na gut. Machen wir nochmal. Von der Höhe kann ich das Timing relativ. Oh, jetzt ein bisschen zu früh. Ja, das habe ich schon gesehen. Ganz ehrlich, jetzt boxe ich einfach ihn. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Auf ihn drauf. Und schon wieder ein Krog. Ja, was für ein Wunder. Sehr schön. Ich meine, noch ein schönes Foto von dir. Was habe ich denn jetzt gerade? Ah, ja, gut. Das war das aus der Schwertübung. Prüfung, wer sich erinnern kann. Na, schade, keine antike
Revalis Sturm ist bereit. Kein antiker Rektekern. Nicht schlimm. Ich gehe erstmal. Ich frage mich, was hier auf dieser Treppe los ist. Wo bin ich hier? Zeldas Gemach. Oh, cool. Link, was tust du? Oh, real. Aber nice, wir sind also bei Zelda und ich sehe da gerade schon den Gardebogen. Den hole ich mir natürlich auch noch. Und du hältst mich davon nicht ab. Was ist das, ein Mushin-Großschwert? Ja. Ich habe schon ein Bild. Gut, Holzpfeil. Habe ich alles. Aber da der da so schön steht, mache ich natürlich auch ein Foto. Spinnennetz, passt gerade zu Halloween. Gardebogen. Gut. Den muss ich leider auch mitnehmen. Ah, wir haben eh genügend Platz. Gut, ich habe verstanden, dass ich da nicht klettern darf. Angriffspflast plus 14. Die Shikar schufen diesen Prototyp als Waffe gegen die Verheerung. Er ist zu stark und schnell, doch seine Haltbarkeit lässt sich wünschen übrig. Ja, wie gesagt, das stimmt. Das ist die traurige Wahrheit. Hier ist Sackgasse, aber irgendwo müsste es doch hier noch was geben. Ist das ja das Tagebuch? Zeldas Tagebuch lesen. Nach meinem Treffen mit dem Recken habe ich die Erforschung der Relikte fortgesetzt, aber bislang ohne Erfolg. Ich muss alles über die Relikte herausfinden und so die wiederkehrende Verheerung aufhalten. Wenn man der Prophezeiung des Weissagers Glauben schenken kann, bleibt nicht mehr viel Zeit. Diese Gedanken beunruhigen mich, aber heute fehlt mir die Kraft weiterzuarbeiten. PS, morgen trifft der Ritter seinen Dienst an, den mein Vater als mein Leibwächter zugeteilt hat. Wir sind unterwegs nach Goronia, um an Varudania zu arbeiten. Die ganze Nacht spüre ich seinen Blick in meinen Nacken. Es ist wirklich schwer zu durchschauen. Kann er nicht einmal deutlich sagen, was er denkt? Die Vorstellung fehlt mich, was der vom Bandschwert auserwählte Held wohl von mir halten könnte. Die Prinzessin von Hyrule, die ihre Kräfte der Versiegelung nicht gebrauchen kann. Ob er mich in Stillen verachtet? Nein, Zelda, ganz ehrlich, mache ich das sicher nicht. Ich verstehe dich da voll. Heute habe ich die Beherrschung verloren und ihn angeschrien. Ich war frustriert, weil meine Forschung nicht den erhofften Fortschritt macht. Da kam er plötzlich angeritten, obwohl ich ihm gesagt habe, dass er nicht mich begleiten soll. Erinnerung, und wisst ihr es noch? Die bei dem Schreien bei den Ohren in der Nähe. Das Schlimmste war, dass er nicht einmal zu verstehen schien, worum ich ihn angebracht habe. Ich weiß, dass ich nichts dafür kann, aber sein Unschuldsblick hat mich nur noch wütender gemacht. Ich weiß nicht, wie ich die heutigen Ereignisse niederschreiben soll. Welche Worte drücken meine Gefühle aus? Er hat mich gerettet, er hat mich vor den Klingen der Jäger beschützt. Spoilerwarnung. Obwohl ich mich ihm gegenüber so kühl verhalte und meine Launen an ihn auslasse. Morgen werde ich für mein Verhalten ihn entschuldigen. Ich werde mit ihm reden, mit Link. Einfach reden. Ich bin endlich ein wenig mit Link ins Gespräch gekommen. Nebenbei habe ich erfahren, dass er ein rechter Vielfraß ist. Aber das tut nichts zur Sache. Als ich ihn letztlich gefragt habe, warum er immer schweigt, ist die Antwort schwer gefallen. Er stellt sich heraus, dass es Schüchternheit war. Er glaubt, er könne den Anforderungen nicht gerecht werden. Ich dachte immer, er wäre so begabt, dass er sich um nichts Sorgen machen müsse. Doch der Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil, sorry. Es hat wohl jeder seine Sorgen, die andere ihn nichts ansehen. Ich dachte nur an mich und niemanden sonst. Ich werde weiter mit ihm reden und vielleicht kann ich mit ihm auch die Dinge teilen, die mir Sorgen bereiten. Mein Vater hat mir die Forschungen an den Relikten verboten. Ich soll mich jetzt ganz auf die Siegelkraft konzentrieren. Ich war so verletzt, dass ich nicht antworten konnte. Seit ein Kind bemühe ich mich ununterbrochen. Meine Mutter verstarb im Jahr, bevor meine Unterweisung beginnen sollte. Ich verlor zugleich Mutter und Mentorin. Meine Mutter sagte mir lächelnd, »Sorge dich nicht, Zelda, du wirst deine Kräfte in kürzester Zeit erweckt haben.« Doch es ist mir nicht gelungen. Wie viel Zeit auch vergeht, wie oft ich es überhaupt versuche, besitze ich sie überhaupt. Morgen werde ich mit Link zur Quelle der Kraft aufbrechen. Doch auch dies wird vergebens sein. Ich weiß es jetzt schon. Die Nacht hatte in einem Traum.
hatte ich einen Traum. Ich stand an dem düsteren Ort, an dem eine lichtgehüllte Frau sah mich an. Sie schien mir nicht von dieser Welt zu sein, doch ob Geist oder Göttin, sie war von herausgebender Schönheit. Sie sprach, doch ihre Stimme erreichte mich nicht. Hätte ich sie verstanden, wenn meine Kraft erwacht wäre? Oder entsprang dieser Traum nur in Ängsten? Ich werde die Antwort erfahren, ob ich will oder nicht. Heute ist mein 17. Geburtstag. Nun ist mir auch der Besuch der Quelle der Weisheit erlaubt. Ich werde mit Link bald zur Ranel-Spitze aufbrechen, den anderen Recken begleiten und bis zum Fuß des Berges. Ich habe Vater seit unserem Streit nicht mehr gesehen. Nach meiner Rückkehr werde ich ihm zu ihm gehen. Seit ich in diesem Traum hatte, verspüre ich etwas, auch wenn niemand einen talentlosen Prinzessin Glauben schenken wird. Ohne den Anlass zu verstehen, trage ich eine große Furcht in mir. Und das war Zelda mit ihren Aufzeichnungen. Ziemlich viele Spoiler zu den letztlichen Erinnerungen, die wir noch finden werden. Wait, wo ist das noch gleich? Ah, hier. Genau, hier. Wie viele fehlen uns denn noch? 2, 3, 4 sogar. 5! Warte mal. Wo könnte man das noch gleich gucken? Ah, hier drin gar nicht, oder was? Doch. Genau, uns fehlen noch 1, 2, 3. Oh, die müssen wir mal nachholen. Da war das mit den Jigas als kleiner Spoiler, aber ja, mehr sage ich dazu auch nicht. Dann gucken wir jetzt hier um. Sie hat ziemlich viele Bücher, wie man es natürlich von Zelda kennt. Und genau. Wow, ich bin so froh, dass wir jetzt endlich hier sind, echt. Was ist das, ein Krog? Ah, nice. Ein neuer Krog, richtig easy, Gott sei Dank. So, gibt es hier sonst noch was in Zeldas Gemach, was wir so tun können? Krogmaske, sag mir Bescheid, wenn du was siehst, hörst, wie auch immer. Wenn nicht, geht's jetzt nach oben. Oh, ah. Erinnerung, Alarm, Erinnerung, aber zuerst Zeldas Labor. Nice. Zeldas Forschungsnotizen ansehen. Audienz bei Impa, Anführerin des Shika-Stamms. Heute beginnt meine Erforschung der Relikte. Impa hat mir Pura und Robello vorgestellt, die beiden Shika. Morgen Ausgrabungen mit den beiden. Wir müssen ein Relikt finden, mit dem wir den Leitstein kontrollieren können. Bei den Ausgrabungen der Ruinen wurde ein Stein gefunden, der möglicherweise zur Kontrolle der Leitsteine dient. Aka Shika-Stein. Es handelt sich um einen mit zwei zu haltenden Händen Tafel, die mit Schriftzeichen der antiken Shika bedeckt ist. Es besteht aus dem unbekannten Material, womöglich das gleiche, aus dem die Schreine im ganzen Land sind. Impa hat zugestimmt, dass ich es in den Stein untersuche. Ich hoffe, er gibt mir den Schlüssel meiner Forschungen. Wir nennen das Relikt in der Form einer Steintafel jetzt Shika-Stein. Die ausgegrabenen Dokumente geben keinen Aufschluss über seinen Namen. Deshalb hat Puras Vorschlag sich durchgesetzt. Ihre Begründung, es ist aus Stein, Shika haben ihn erschaffen. Shika, Stein, ein etwas harmloser, entfallloser Name. Ich habe eine Funktion des Shika-Steins reaktiviert. Die sogenannte Fotomodul kann Bilder erstellen. Diese Bilder geben ganz ohne die Hand eines Zeichners das Motiv lebensecht wieder. Es ist erstaunlich, wie fortgeschritten die Technologie der antiken Shika war. Wir vermuten, dass der Shika-Stein die Leitsteine kontrollieren kann. Ich muss nur herausfinden, wie. Ich habe mit den Recken eine Übung zur Steuerung der Titanen durchgeführt. Zu meiner Überraschung kam Mipha perfekt klar, während Daruk am Anfang etwas zu kämpfen hatte. Ubosa und Revali harmonisieren beide gut mit ihren Titanen. Haben wir tatsächlich eine Chance gegen die Verheerung? Robello kam gut damit voran, die ausgegrabenen Wächter wieder lauffähig zu machen. Wir haben aber noch lange nicht alle Wächter gefunden. Laut der Aufzeichnungen gibt es noch viele andere Typen. Sie sollen in 5 riesigen Säulen lagern, die sich unter Schloss Hyrule befinden. Aber egal, wie tief wir vordringen, wir können die Säule nicht finden. Wie tief unter der Erde muss das denn sein? Vielleicht kommen sie erst zum Vorschein, wenn sich die Präsenz der Verheerung Ganon zu spüren gibt. Überall in Hyrule wurden antike Bauten entdeckt. Doch wir haben noch wie vor keine Ahnung, wie man sie betritt.
Laut der Aufzeichnung dienen sie dem Helden, der die Verheerung bezwingt. Aber wie werden wir sie aktivieren? Pura denkt, der Shika-Stein könnte den Schlüssel sein. Ich stimme ihr zu. Leider zeigt er keine Reaktion in der Nähe dieser Bauten. Doch ich werde nicht aufgeben. Wenn es noch eine Möglichkeit zum Kampf gegen die Verheerung gibt, müssen wir sie ergreifen. Gespräch mit Pura über den Schrein des Lebens, den wir entdeckt haben. Er scheint tatsächlich über erstaunliche Heilungsfähigkeiten zu verfügen und müssen alle Krankenstationen gedient haben. Ferner kann der Patienten während der Behandlung über lange Zeit in einen künstlichen Schlaf halten. Ob es vor 10.000 Jahren im Kampf gegen die Verheerung so viele Verletzte gab, dass solche Einrichtungen nötig waren? Leider konnten wir ihn nicht so justieren, dass wir ihn mit allen Funktionen in Betrieb nehmen könnten. Es bleibt zu hoffen, dass wir den Schrein des Lebens nie gebrauchen werden, auch nicht, wenn die Verheerung zurückkehrt. Ja, hat ja gut geklappt, ne? Ja, es sind ja nur wir, die im Schrein des Lebens geweiht haben. So, ich zeige euch mal ganz kurz, welche Erinnerung, also macht schon Sinn eigentlich, welche das ist, aber ich zeige es euch trotzdem, und zwar, man kann es relativ unschwer erkennen, so sah das Schloss früher aus, und so schaut es jetzt aus. Na super. Hat sich ja fast nicht verändert, oder? Ja. Nun ja, mal gucken. Ich will jetzt erstmal hier hoch. Vielleicht gibt es da noch was über dem Labor von Zelda. Ist ja gut möglich bei den vielen Crocs, die es hier gibt. Aha. Lol, das war jetzt echt Zufall. Ich kenne die Hälfte der Crocs hier noch nicht. Ich wusste bloß, dass es am Anfang auf der Brücke diese drei gibt. Und der Rest ist mir neu. Auch ganz ehrlich, dass sich das hier so schnell auflöst, ja, ist mir wurscht jetzt. Können wir auch die Bali nutzen. Darungsschirm ist jetzt einsatzbereit. So, und holen uns einen weiteren Croc an der Spitze eines Berges. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns die drittletzte Erinnerung an und besteigen den Rest von Schloss Hyrule. Bis dahin. Ich muss jetzt leider klettern, weil der lässt mich nicht in Ruhe. Bis dahin, Leute. Tschüss.